technische Aspekte und Umsetzung in der Datenschleuder-Redaktion. Man sagt ja immer, wer schreibt, der bleibt. Deswegen mögen Nerds auch so gerne so Retro-Dinge wie Postkarten schreiben auf dem Camp oder Bundestagswahlen auf Papier und auch Fachzeitschriften. Und unsere nächste Speakerin Marei erzählt uns jetzt was darüber, wie sich die Datenschleuder, die Zeitschrift des Chaos Computer Club, in den letzten Jahren so entwickelt hat und was da die jüngsten Ereignisse waren. Sie ist Physikerin und Redaktionsmitglied der Datenschleuder und außerdem ist sie freiberuflich als Tech-Hexe tätig. Und ich bitte euch, sie mit einem ganz herzlichen Applaus zu begrüßen. Viel Spaß beim Talk. Danke erstmal für die Vorstellung. Also jetzt muss ich, glaube ich, gar nichts mehr dazu sagen, was die Datenschleuder eigentlich ist. Es gibt sie seit 1984. Wir haben heute festgestellt, dass das eigentlich ganz interessant ist, weil dann wird sie zukünftig ja nicht mehr geben, wenn das mit dem Make 1984 Future Again irgendwann funktioniert. Sie bezeichnet sich als ein Organ des CCC und es gibt bisher 100 Ausgaben davon. Ich selber bin jetzt seit der 99 dabei, das heißt, ich habe genau 2 gemacht, was im Vergleich echt nicht viel ist. Aber wir haben in der Zeit relativ viel Arbeit reingesteckt, einfach Dinge zu modernisieren und auch zu überlegen, was man noch weiter verbessern kann, was an Möglichkeiten besteht bezüglich Barrierefreiheit und solchen Geschichten. Und ein paar Aspekte davon will ich jetzt einfach mal hier vorstellen. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Zeit lang gar keine Schleuder. Deswegen ist es auch jetzt noch so, dass einige gar nicht wissen, dass es sie wieder gibt. Die wurde zur Ausgabe 98 wiederbelebt. Und seitdem machen wir eine Versionierung über GitLab. Und es basiert auf einem LaTeX-Paket von Kurt, John und Ben. Das ist die Schleuderpackung 0.1. Jetzt habe ich den Talk 2.0 genannt. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Aber ich finde, man kann das, was da schon da ist, als 1.0 bezeichnen, weil es durchaus schon echt gute Mechanismen und Grundlagen hat. Und was ich dann tatsächlich gemacht habe, ist, das Ding zu aktualisieren. Also es war von 2013, ich arbeite viel mit Tech und das heißt, das Erste, was ich von allen erwarte, ist einmal System updaten und danach kann man dann schauen, wie man mit neueren Mechanismen arbeitet. Zum Aufbau einer Datenschleuder. Wir haben bei einer Datenschleuder klassischerweise immer eine Titelseite, das ist jetzt die von der 100. Dann gibt es Artikel, jetzt haben wir hier mal als Bild das Geleitwort, da sieht man jetzt schon, wir haben... ich muss das mit dem Mausnavigieren noch üben. Hier zum Beispiel als Sonderelement ein Inhaltsverzeichnis und da oben einen Codeblock als so eine Art Bild oder wie auch immer. Und dann gibt es noch ein paar sehr spezifische Elemente wie der Chaosknoten hier oben. Und das mit dem QR-Code und den Hexadezimalzahlen ist auch übernommen. Genau. Es gibt neben den Standardartikeln, die ich eben hatte, auch Interviews. Dafür haben wir eine Struktur gebaut, die dann sowohl Einzelpersoneninterviews als auch Mehrpersoneninterviews abbilden kann. Da findet sich in der 100 ein sehr schönes Beispiel zu. Deswegen ist der Artikel hier. Und die dritte Kategorie ist, wir haben Leserbriefe. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal was zur Datenschleuder mitteilen wollt oder sonst irgendwie Themenvorschläge, was weiß ich nicht, schickt uns eine Mail an ds@ccc.de und wenn wir dann sagen, hey, das könnte andere auch interessieren, dann landet das da. Der nächste Punkt, den ich beleuchtet habe, sind Bilder. Zu Bildern gibt es einmal die Struktur, dass man sie eben so im Zweispaltensatz mitten auf der Seite platziert. Und es gibt Ganzseitenbilder, wie zum Beispiel das große Datenschleuder-Leser-Bilder-Rätsel. Da suchen wir übrigens immer noch eine Antwort drauf, was das ist. Also wenn ihr zufällig eine Idee habt, schickt uns eine Mail. Bis zur nächsten Ausgabe ist das noch offen und dann kommt die Auflösung. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Dann haben wir ein paar anderen Anforderungen für die Schleuder noch, dass wir eben Listen generieren müssen. Dann ist hier als Beispiel einmal die Liste der Erfahrkreise. Wir haben ein System, das Literatur je Artikel abbildet und einen Punkt, der dann kurz vor Veröffentlichung der ersten Ausgabe, an der ich beteiligt war, aufgetaucht ist, war
oh, wir hätten es gern registerhaltig. Jetzt weiß ich nicht, ob jeder weiß, was registerhaltig bedeutet. Das heißt nämlich im Endeffekt, dass wir einfach den ganzen Text nehmen und einmal ein Raster drunter legen. Und ja, das kann man schon so machen, ist in LaTeX aber leider ein bisschen blöd, weil ich weiß nicht, wer schon mit LaTeX gearbeitet hat. Das füllt immer so auf, dass die oberste Zeile bündig zum oberen Rand ist und die untere zum untersten. Und das Problem war dann, jetzt habe ich noch 2 Wochen bis zum Druck und ja, wie machen wir das jetzt mal? Resultat war dann, dass ich mir überlegt habe, wir könnten einfach mal anfangen mit Text. Das funktioniert ja, wie man hier in der rechten Spalte sieht, ganz gut. Der trägt sich ja von selber ganz gut ein. Und dann kommen aber so Elemente wie dieses Bildchen hier dazwischen. Und was letzten Endes die Schleuderpackung momentan tut, ist nichts anderes als jede Art von Box. Also die Box geht in diesem Fall von hier oben, vom Bild, bis hier runter zur Caption, in das Raster einzupassen. Also sie guckt quasi, welcher Punkt wäre am besten, um es bündig zu setzen. Das ist in dem Fall jetzt die Unterkante hier. Legt die auf das Raster. Und mit den Überschriften folgt es genauso. Und damit kriegen wir es dann hin, dass der Fließtext, das ist der hier unten, wieder auf der Linie steht. Das heißt, momentan ist die Schleuder einfach nur ein Baukasten. Da wird gar nicht viel geschleudert, sondern mehr zusammengesetzt aus einzelnen Bauteilen. Das war die Folie, die ich eigentlich vorne wollte. Sehr schön. Nächster Punkt, den ich mir angeguckt habe, war, wie können wir zum Beispiel die hexadezimalen Seitenzahlen umsetzen. Und wir haben jetzt hier oben mal ein Beispiel dafür, wie Tech irgendwie Zahlen in was anderes als Zahlen umbaut. Und das ist ziemlich lustig, weil er macht nichts anderes als eine If-Case-Abfrage und guckt dann, wenn es 1 ist, nimm A, wenn 2 ist, nimm B, wenn 3 ist, nimm C und so weiter. Das heißt, hier werden dann alle Buchstaben der Reihe nach aufgefüllt. Dann guckt er noch, ob es Z ist. Und wenn es nicht auch noch Z ist, dann kriege ich eine Fehlermeldung, die sagt, der Zähler ist zu hoch. Ich könnte jetzt versuchen, das irgendwie über andere Mechanismen abzubilden, dass ich quasi sage, zahl mir meine Zahl durch 16. Und anschließend gucken wir dann, in welches Raster das passt, um dann irgendwie mal durch eine Iteration da eine Ziffer rauszukriegen. Und das war so das Erste, was ich geändert habe, wo ich gesagt habe, es gibt doch modernere Möglichkeiten, sowas zu machen. Und dann habe ich ein bisschen in eine andere Syntax gehupft. Sieht so aus. Ich werde nachher noch kurz was dazu sagen, was diese Syntax im Genauen tut, aber im Endeffekt machen wir hier das Gleiche, nämlich wir nehmen ein Makro, das wie das Alf hier einfach nur Hex heißt, schreiben dann ein 0x davor und konvertieren dann den Rest vom Argument in ein Hex. Die mittlere Zeile hier ist gerade nur dafür da, dass, falls ich nur eine Ziffer habe, ich immer auf mindestens 2 komme. Das heißt aber auch, dass die Seitenzählung momentan nur so lange funktioniert, bis wir in den dreistelligen Hexadezimalbereich kommen. Also ganz so lang darf es dann nicht werden. Aber ich glaube, man kommt bisher damit ganz gut hin. Ich weiß gar nicht, wie viel wir letztes Mal hatten. Ich glaube, so um die 50 Seiten. Ich kann mal kurz. Ah, wir kamen bis 3,4. Also da ist noch echt Luft nach oben. Das heißt, ihr könnt noch ordentlich viel schreiben. Ein zweiter Aspekt war dann, zu gucken, dass wir mit den ganzen Änderungen am Layout die ganze Grundstruktur möglichst wenig beeinflussen. Und deswegen habe ich hier jetzt mal als Beispiel, wie die Seitenzahl generiert wird. Also wir haben als Seitenzahl immer so einen Block, da ist entweder der QR-Code und dann die Seitenzahl als Hexadezimalzahl oder eben andersrum. In dem Fall ist es so, dass auf ungeraden Seiten steht die Seitenzahl in Hexadezimal innen, dann kommt der QR-Code, das ist hier, und auf geraden Seiten folgt die Angabe der Seitenzahl auf den QR-Code.
Das folgt quasi genau dem Schema, wenn ich doppelseitig drucke, ist mein QR-Code so immer außen. Ja, außen. So haben wir uns dann durch alle Elemente durchgekaut und Stück für Stück wurde das dann. Und dann kam die Idee, naja, wenn jetzt alle erst hier Tech updaten müssen, dann ist das unglaublich schwer zu benutzen. Und dann ist es wieder so, dass die eine Version anders aussieht als die andere. Und also brauchten wir ein schleuderfähiges Continuous Integration System. Letzten Endes war das ganz cool, dass wir es auf GitLab basiert haben, weil GitLab ja über Runner verfügt, mit denen ich dann direkt bei jedem Commit eine Pipeline ansteuern kann. Und dann haben wir das noch ein bisschen weitergetrieben und gesagt, okay, dann bauen wir halt noch ein paar mehr Ausgabenmöglichkeiten. Das ist hauptsächlich darauf gewachsen, dass dann irgendwann kam, ja, wir müssen es ja eh drucken und dann wäre online noch ganz cool. Und dann kam irgendjemand und wollte so ein bescheuertes EPUB haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein Freund vom EPUB-Format bin, weil ich das absolut schrecklich, hässlich und die Satz-Engines grauenhaft finde. Dementsprechend war mein erster Gedanke, hey, wieso EPUB? Also bin ich davon ausgegangen, die machen das nur, um mich zu ärgern. Dann habe ich ein bisschen überlegt und dachte, naja, eigentlich ist es ja gar nicht so blöd, weil LaTeX mit der Barrierefreiheit momentan noch so ein bisschen kämpft. Also machen wir EPUB, um es barrierefrei zu machen. Deswegen, wir suchen derzeit noch Tester für die EPUBs. Also entweder könnt ihr es euch hässlicherweise auf dem E-Book wieder angucken oder es für den Zweck nutzen, für den es gedacht ist, falls ihr entweder blind oder wie auch immer Schwierigkeiten habt, das zu sehen, sei es auch einfach mit den Farben oder irgendwas sei einfacher dann, dann würden wir gerne Tester suchen für Screenreader und sonstige Mechanismen. Dann wendet euch bitte an ds@ccc.de und wir schicken euch dann die EPUB zu. Demnächst habe ich auch die 100 als EPUB fertig. Das ist immer so ein bisschen, aber die 99 steht schon. Dann war der erste Gedanke, hey, wir machen EPUB, okay, das kann ja gar nicht so schwer sein. EPUB ist ja auch nur XML. Ja, habe ich mir gedacht. Es gibt so ein Tech4-E-Book-System, das ist seit ein paar Jahren auch echt benutzbar. Kann man ohne Probleme machen. Das Problem, was man kriegt, ist, wenn man dann anfängt, es validieren zu wollen, dann auch noch barrierefrei zu haben, weil da gibt es nämlich ungefähr so 100 verschiedene Testsysteme für. Und dann braucht man einen Haufen zusätzliche Konfigurationen. Dritter Punkt sind dann natürlich Bilder. Wir müssen für Bilder irgendwie Zusatztexte einfügen. Also das heißt, was wir bisher nicht gemacht hatten, war, dass bei jedem Bild drunter steht, was es zeigt. Das ist bisher leider auch noch nicht so ganz der Fall, aber da werden wir demnächst dran arbeiten. Der Mechanismus existiert. Und wir werden uns auch dazu nötigen, dann zu jedem Bild eine Bildbeschreibung reinzufügen, damit das auch langfristig so bleibt. Dann war es so, dass die Titelseite ja wirklich als Bild eingebunden werden muss. Also EPUB hat immer so ein Coverpage-Ding, was als ein Blog gezeigt wird und wir hatten ja keinen Blog. Wir haben quasi eine Titelseite, die setzt sich zusammen aus einem Bild und aus verschiedenen Metadaten-Textelementen. Wenn ich jetzt versuche, das irgendwie umzubauen, ist es ziemlich umständlich. Also läuft es momentan so, dass zuerst die Online-PDF gebaut wird, er dann aus der ersten Seite der Online-PDF ein SVG baut und nachdem er die SVG gebaut hat, kann er dann anfangen, daraus eine EPUB zu basteln. Das war dann insgesamt soweit schon mal ganz nett und dann ging es damit los, dass man anfangen wollte, dass das EPUB irgendwie halbwegs nach irgendwas aussieht. Und schon war die ganze Datenschleuder einmal über den Haufen geworfen, weil man muss nämlich in EPUB natürlich anders arbeiten als in Tech. Und dann musste ich auf einmal HTML schreiben. Insgesamt läuft nämlich die Umwandlung so, dass Tech for E-Book alles nimmt, was in Tech steht. Zum Beispiel nehmen wir mal den Abstract hier, liest das ein und klatscht dann zu Beginn und zu Ende der Abstract-Umgebung einfach irgendwelche Tags rein.
In dem Fall kriege ich dann eben ein Div mit der Klasse Abstract, kriege noch einen Title dazu, mache das irgendwann wieder zu, habe dann sonstige Elemente, die ich aus irgendwelchen Gründen brauche. Und so hangelt man sich von einem Makro zum nächsten durch. Das Gute ist, dass die Schleuderpackung tatsächlich ja ein begrenztes Makro-Setup hat. Also wir haben Artikel und beschränken die Autoren in bestimmten Bereichen, weil wir eben nicht wollen, dass jemand jetzt Aufzählungen bis zur 10. Ebene macht zum Beispiel. Also es geht darum, dass die Struktur von den Artikeln möglichst gleich sein soll, dementsprechend stehen halt nur bestimmte Elemente zur Verfügung und darüber kann man dann die EPUB relativ einfach generieren. Relativ einfach heißt, dass momentan die Config zu EPUB doppelt so lang ist wie der Code, der zum LaTeX ausgeben. Aber naja, es schreibt eine valide EPUB-Datei. Dann gibt es halt noch so ein paar Punkte, die man beachten muss. Also zum Beispiel dieses Configure-Mark hier unten. Das hat man nur, weil EPUB nicht damit klarkommt, oder zumindest das Tech4-E-Book-System, dass man nicht nummerierte Überschriften für Kapitel hat. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Datenschleuder hat keine Nummern an den Überschriften, sondern wir haben einfach Artikel, Artikel, noch ein Artikel und die kommen halt in irgendeiner Reihenfolge und die hätte ich gerne so im Inhaltsverzeichnis. Da sagt das EPUB erstmal, Edge geht nicht. Das waren also so die größten Hürden, die wir dann hatten beim so Durchkauen und Stück für Stück wurde es dann. Ich kann nachher dann auch gerne noch eine EPUB mal öffnen und zeigen. Aber insgesamt baut es jetzt und wir versuchen das auch weiterhin so zu lassen. Dann kam irgendwann, ich glaube Januar war das oder so, eine E-Mail über DSCCC rein und dachte, ja, ich habe jetzt gesehen, ihr baut die Datenschleuder in LaTeX und ich würde das gerne machen. Mein erster Gedanke war erstmal, oh mein Gott, ich bin mit der Doku noch nicht durch. Bin ich bis heute noch nicht. Aber die Grundidee war, okay, dann bauen wir das halt von Anfang an so, dass man es adaptieren kann. Also was für Elemente muss ich verändern können, um eine andere Art von Zeitschrift daraus zu kriegen? Und die Überlegungen waren dann erstmal so, naja, also es heißt halt dann wahrscheinlich nicht Datenschleuder. Wollen wir, dass es trotzdem irgendwie nach Datenschleuder aussieht? Wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht, ich weiß nicht, ob ihr das typische Layout so kennt, das ist, tatsächlich sieht es aus wie eine Datenschleuder. Wir haben quasi hier normalerweise den Titelblock, auf dem steht Datenschleuder und das hier unten ist irgendwie da mal Preis und das hier ist dann irgendwas mit der Ausgabe und dann ist irgendein Titelbild drauf. Andererseits ist es so, dass 95% aller Zeitschriften genauso aussehen. Also von dem her ist das jetzt nicht so das große Drama. Und gerade für einfache Zeitschriften hat sich herausgestellt, dass es wirklich leicht adaptierbar ist. Also die Waldorfschule in Überlingen hat jetzt eine auf Datenschleuder basierte Schülerzeitung und ist damit, nach dem, was ich bisher gehört habe, eigentlich ganz glücklich. Gut, ich hatte ja eigentlich gesagt, ich rede über, wie wir das Ganze technisch aufgebaut haben. Nachdem mir meine Folie, die relativ viel zu dem CI-System zeigen sollte, leider verloren gegangen ist und ich muss die nachher beim Lost and Found mal suchen gehen, würde ich jetzt erstmal ein bisschen was zu den LaTeX-Sachen erzählen, die ich noch vorhatte. Und zwar war die Schleuderpackung schon bevor ich sie übernommen habe, auf Lua-LaTeX ausgelegt. Damals um Programmierung um Lua-LaTeX im Lua zu machen. Zum Beispiel die Generierung der RFA-Liste lief darüber. Dann ist es aber so, dass ich immer wieder die Frage gestellt kriege, gerade auch mit meiner Arbeit und so, wieso soll ich denn jetzt Lua-LaTeX nehmen? Das ist so langsam und das nervt alles und ich muss dreimal so lange warten, bis mein Dokument fertig ist. Deswegen zwei ganz einfache Gründe. Ihr habt nämlich deutlich mehr Auswahl, was die Schriften angeht. Und ihr könnt halt wirklich einfach damit leichter programmieren. Weil wenn ihr euch an den Kram erinnert, den ich vorhin gezeigt habe, mit den Unterstrich-Kram und so, wo ich gerade gleich noch mehr drauf eingehen, ist Lua vielleicht doch eine ganz benutzbare Sprache. Außer man liebt Tech. Also
Wenn ich die Wahl zwischen Lua und Tech habe, lande ich natürlich bei Tech, aber vielleicht gibt es ja bei euch Leute, die lieber Skriptsprachen sprechen. Und dann ist der Link zu Lua gar nicht so übel. Zusätzlich ist Lua auch, was die Programmierung angeht, deutlich schneller als Tech. Also wenn ich jetzt dann anfange, in Tech zu rechnen, was durchaus geht und überhaupt kein Problem ist, dann kann ich das machen und stelle dann irgendwann fest, jetzt dauert es echt verdammt lange. Und ich hatte dann irgendwann mal die QR-Code-Generierung für die Datenschleuder auf Tech-Basis und es kompiliert und es kompiliert und es kompiliert und es kompiliert und man kann jedem einzelnen QR-Code bei zugucken. Deswegen ist das jetzt Lua, dann geht das nämlich auf einen Schlag und ist einfach durch. Für die sonstigen Sachen habe ich mich für XBuild 3 entschieden. Ich habe heute, als ich gesagt habe, ich rede ein bisschen über XBuild 3, erstmal so, ja, was ist denn das? XBuild 3 ist das experimentelle LaTeX 3 Programming Layer. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen verrückt, weil Leslie Lampert hat gesagt, I presume this is one of several dozen bugs that would arise over years if anyone were foolish enough to try allowing underscores in command names. So, was hat LaTeX 3 gemacht? Ja, wir machen dann mal eine Namensstruktur mit Unterstrichen. Diesbezüglich ist es erstmal so für den normalen LaTeX-Nutzer, was tut ihr denn da? Und genauso fühlt sich's an, so die ersten 100 Seiten. Danach stellt man fest, es ist eigentlich total durchdacht und das LaTeX 3 Project Team hat sich da echt Gedanken gemacht, wie sie Dinge machen können. Es ist nämlich so, dass es eine ganz einfache Namensstruktur gibt, also einfach im Sinne von, wie LaTeX-User sich das denken oder wie LaTeX-Liebhaber sich das denken. Die haben ja so ein bisschen die eigene Denke. Und dementsprechend gibt es zu jedem Makro ein Modul. Modul ist erstmal einfach nur so eine Überkategorie. Ich kennzeichne alles, was ich mache, mit DS vorne dran. Also Makros, die DS-spezifisch sind, haben ein DS. Dann kommt Unterstrich irgendwas. Nämlich, was ich damit tun will. Also von mir aus DS, Title Page, DS, Picture, DS, Image with Credit, DS, irgendwas. Das gleiche gibt es bei den Variablen. Also zum Beispiel einen Counter kann ich nennen, DS. Ja, nee, funktioniert nicht. Ich habe hier erst den Definitionsbereich und dann das Modul. Definitionsbereich heißt in dem Fall, dass ich bei jedem Variablennamen dazu schreibe, ob sie lokal oder global oder konstant ist. Das macht insofern einfacher, dass ich im Nachhinein feststellen kann, kann ich das Ding ändern. Dann habe ich wieder wie oben das Modul, den Namen und einen Datentyp. Auf die Argumentspezifikation und den Datentyp muss ich jetzt im Beispiel eingehen. Und zwar, wir müssen leider hier hin. Nein. Okay, die Folie ist auch verloren gegangen. Schön. Ich habe nämlich gestern in einem Anfall von Panik mal kurz alles gelöscht und dann heute bei Null angefangen, weil es so viel Spaß macht. Dann disponiere ich jetzt mal kurz um. Wir haben bezüglich der Namensstruktur Modul, Name und dann die Argumentenspezifikation. Für die Argumentenspezifikation habe ich je Argument einen Buchstaben, den ich anhängen kann. Ich zeige es dann gleich im Beispiel, weil ich glaube, das ist einfacher. Aber wenn ich jetzt Doppelpunkt NN habe, dann habe ich eben zwei Argumente. Wenn ich drei Zeichen habe, sind es drei. Bei den Variablen ist es ähnlich, nur ich habe keine Argumente, sondern eben den Datentyp. Beim Datentyp ist es so, dass ich sehr tech-spezifische Datentypen habe. Also ich habe Tokenlisten. Tokenlisten sind einfach nur Reihen von Zeichen, die hintereinander geschachtelt sind und dann irgendwas tun. Dann habe ich zum Beispiel Ganzzahlen, Gleitkommazahlen, was auch immer, was ich so aus anderen Programmiersprachen auch kenne. Und ich habe dann eine Unterscheidung zwischen Sequences und Kommalisten. Das ist halt auch so, weil Kommalisten bei Tech eine andere Bedeutung haben als irgendwelche beliebigen Folgen. Und je nachdem muss es halt auch eine extra Funktion für Kommalisten geben, weil die halt einfach öfter vorkommen.
insgesamt ist es so, dass ich dieses ganze LaTeX-3-Layer in LaTeX-2-Epsilon vollkommen benutzen kann. Es ist sogar in Planung, das jetzt demnächst irgendwann mal in den Kernel reinzunehmen. Nachdem das Grundsystem so alt ist wie ich, ist das schon ein paar Jahre in Entwicklung. Aber man kann es voll benutzen. Und ich kann die Syntax relativ einfach umschalten, nämlich mit expil-syntax-on und expil-syntax-off. Dafür muss ich nur das expil-3-Paket laden. Klingt soweit ganz einfach. Rest ist dann nur, sich in der Syntax zurechtzufinden. Ich wollte dahin. Weil wir hatten uns ja vorhin schon mal angeguckt, wie wir die Seitenzahl gebaut haben. Und da ist es jetzt genau so, dass man sich durchhangeln kann. Also ich sehe hier zum Beispiel CS, steht für Control Sequence. New, okay, neue Control Sequence. Ist also ein New Command. Soweit kennt man das. Dann kommt dieser komische Doppelpunkt, okay, und dann habe ich hier ein NPN. Die Struktur macht im Endeffekt sowas wie, ich habe hier einen Token, das ist dieses Add-Zeichen-Dings mit dem Hex. Das ist mein Makroname. Das P steht für Parameter, also übergebe ich Parameter genauso, wie ich sie in Standard-Tech habe. Und dann kommt hier meine Definition. Und das vereinfacht einfach so viel, weil ich im Makro direkt ansehen kann, was es tut. Das heißt, wenn ich jetzt in Zukunft irgendwie mal sage, ich habe keinen Bock mehr, Datenschleuder zu machen, dann erwarte ich von allen anderen, dass sie hingehen und bei jedem Makro sofort wissen, was es tut und ich nie wieder Doku schreiben muss. Das wäre nämlich echt toll. Andererseits wird es, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis jeder LaTeX-3 fließend spricht. Aber wer da Interesse dran hat, kann sich gern bei mir melden. Ich habe da überhaupt keine Probleme, jemandem das zu zeigen, damit er mir langfristig Arbeit abnimmt. Der andere Punkt war, wieso wir viel in LaTeX-3 umgestellt haben oder wieso ich viel auf LaTeX-3 umgestellt habe, ist, dass halt einfach sehr viele Mechanismen deutlich einfacher bedienbar sind. Wir übergeben zum Beispiel meistens Daten über Keyval-Strukturen. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel einmal den Herausgeber, den kennen wir hoffentlich alle, und dann habe ich hier einmal meine Redaktionskollegen mit aufgeführt. An der Stelle mal vielen Dank fürs Aushalten und Mitarbeiten und Versuchskaninchen spielen für einiges. Und so kann man dann einfach Daten auf eine andere Struktur übergeben, dass ich nicht immer sagen muss, / Herausgeber, / Redaktion. Und ich kann einfach Daten deutlich dynamischer übergeben. In dem Fall wird zum Beispiel dann einfach über diese Liste iteriert und Tech guckt einfach, oh, wo ist denn der letzte, dann kann ich einen Unterzwischen einfügen. Dann kommt quasi erster Redakteur, zweiter Redakteur, dritter Redakteur und letzter Redakteur oder so. Genau. Da ich jetzt ein paar Sachen gezeigt habe und euch auch noch Möglichkeiten geben will, einfach ein paar Fragen zu stellen, noch kurz ein kleiner Aufruf. Wir suchen für die Datenschleuder immer ein paar Beiträge. Das heißt, falls ihr irgendwie Eindrücke von hier mitgenommen habt und jetzt die Idee habt, die euch brennt und denkt, da müsste man mal was draus machen, oder aber auch andersrum, also ihr habt so ein Sache, ich wollte schon immer mal darüber mehr wissen. Und da gibt es so einen Menschen, den könnten die mal fragen. Oder vielleicht wisst ihr auch gar niemanden, der das wissen könnte. Dann können auch wir uns drum kümmern, da mal zu fragen. Also ich nicht, aber die anderen. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr irgendwas an Rückmeldungen oder Ideen oder was auch immer an diese E-Mail-Adresse hier schickt. Und dann langfristig hoffen wir ja, dass daraus zweimal im Jahr eine Datenschleuder wird. Aber das wird natürlich nur funktionieren, wenn ihr mithelft. Ich würde jetzt dann einfach, ich bin jetzt damit im Endeffekt durch und würde euch somit noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ansonsten würde ich jetzt noch ein bisschen was zum Veröffentlichungsmechanismus sagen. Je nachdem, wie es ist. Okay, gut. Also ich hatte nämlich eigentlich geplant, das Ganze heute Abend zu releasen, was leider aufgrund von Panik und ich werf mal den Talk über den Haufen und so nicht so ganz funktioniert hat. Aber ich will auf jeden Fall die Grundidee, die die drei Schaffer der Schleuderpackung 01, beziehungsweise für mich ja 1.0, hatten, weiterverfolgen. Die Grundidee ist nämlich, wir wollen, dass
der Chaos Computer Club ein Magazin hat, was möglichst Open Source ist. Also, dass jeder die Mechanismen, die wir dafür entwickeln hat, nutzen können. Und die Grundidee ist natürlich, dass man schaut, wie können wir das möglichst einfach machen. Das heißt, wir werden mit dem Release zusammen ein Paket draus geben, was potenziellen Autoren und damit euch allen die Möglichkeit gibt, einfach mal einen Artikel zu bauen. Das Ding steht sogar schon, das könnte ich jetzt direkt rausgeben. Wer das haben will, soll sich melden. Das ist nämlich einfach nur ein Artikel mit allen Elementen. Ihr könnt dann alles mit Inhalt füllen und auf der Basis würden wir dann daraus eine Schleuder bauen. Die ganzen Continuous-Systeme, die im Endeffekt dran gekoppelt sind, also wie fällt dann eine EPUB und wie fällt eine HTML raus, die werden wahrscheinlich noch eine Zeit lang brauchen, bis sie komplett dokumentiert sind, aber ihr könnt sie so lange natürlich schon verwenden. Das heißt, falls irgendjemand Interesse dran hat, Dinge auszuprobieren oder zu sagen, hey, ich würde gern mal entweder bei der Datenschleuder technisch was machen oder selber habe ich da irgendwie eine Zeitschrift, die das vielleicht nutzen könnte, dann sind wir diesbezüglich auch echt gern hilfreich. Sofern es halt der sehr knappe Zeitplan bei der Datenschleuder, der ungefähr so 4 Wochen nach jeder Deadline dann mal läuft, vorsieht. Aber prinzipiell wollen wir das natürlich auch, dass das genutzt wird. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich sonst noch erzählen soll. Nee, ist ja gut, wenn du fertig bist, dann hol dir doch erstmal deinen Applaus ab. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die Redaktionswelt und vor allem in den technischen Teil von der Datenschleuder. Da wir ein kleines bisschen später angefangen haben, haben wir jetzt noch locker 10 Minuten oder ein bisschen mehr für Fragen und Antworten. Wenn ihr Fragen habt, wir haben einen Mikrofonengel, der steht da. Ist quasi ein lebender Mikrofonständer, der winkt gerade mit seinem Mikrofon. Wenn ihr was wissen wollt, dann bewegt euch bitte gerne zu ihm hin und fragt in das Mikrofon hinein. Und seid nicht schüchtern. Bin ich auch. Ihr interessiert euch ja für das Thema, deswegen seid ihr hierher gekommen. Vielleicht wollt ihr irgendwas noch ein bisschen genauer wissen. Es bewegt sich jemand. Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Die erste Frage ist auf dem Weg zum Mikrofon. Ja, das Mikro müsste noch hochgezogen werden. Sophie, kannst du dich mal kümmern? Danke. So, jetzt haben wir hier ein Mikrofon. So, jetzt hört man mich, okay. Also, ich habe jetzt gehört mit Registerhaltigkeit. Das hat sich jetzt relativ optimistisch angehört, aber ich weiß selber, wie schwierig das ist mit der Registerhaltigkeit in Tech. Funktioniert das dann? Ja. Funktioniert das gut? Funktioniert das sehr gut? Und warum hat es da so lange dafür gebraucht, bis irgendein verrückter CCC-Ableger da eine Lösung gefunden hat, die offensichtlich funktioniert? Muss ich die Frage jetzt wiederholen? Nee, okay, die hat er ja ins Mikro gestellt, deswegen haben es alle gehört. Danke. Also erstmal danke für die Frage, weil es echt nervig ist, das stimmt. Ich glaube nicht, dass es mit den Mechanismen, die ich gemacht habe, allgemein für jedes Dokument irgendwie funktioniert. Weil der Ansatz, den ich mache, ist eben, dass ich einzelne Elemente nehme und die in der Höhe und so weiter so eben hinpuzzle, dass das funktioniert. Also wenn ich jetzt nochmal dahin gehe, dann ist es so, dass dieses Bild quasi einfach in der Höhe so weit höher, künstlich höher gemacht wird, dass es ins Raster passt. Und das passiert halt für jedes Boxelement. Das heißt, jedes Boxelement hat irgendeine Umgebung oder sowas außenrum. Und ich gehe momentan einfach davon aus, dass im Text nicht auf einmal einer 3-mal so große Buchstaben verwendet. Wenn das jemand macht, dann macht das ganze System kaputt. Aber für die Datenschleuder funktioniert das sehr, sehr gut. Und mittlerweile auch so, dass wir für die 100 keine manuellen Korrekturen mehr gebraucht haben. In der 99 waren noch ein paar drin. Aber mittlerweile ist das so echt ordentlich. Also, und man kann auch immer schön dieses Raster drüber legen zum Prüfen.
Also du kannst ja dann gerne, wenn ich mit dem Release raus bin, das Ding angucken und immer schön Raster drüber legen und gucken, ob es wirklich funktioniert. Und gegebenenfalls dich melden, dann schauen wir mal weiter, was wir da noch machen können. Und ist das dann auch bei den Überschriften, wenn man es da gerade sieht, wo die Schriftgröße anders ist, wo ja die bösen größeren Buchstaben tatsächlich drin sind, funktioniert das da auch? Oder? Genau, also der nimmt hier tatsächlich dann die Box der Überschrift, so, macht dann, dass der Abstand nach unten so ist, wie er normal ist und ergänzt dann die Box von oben, dass es reinpasst. Erster Gedanke war, die hier auch wirklich aufs Raster zu legen, aber wenn ich die hier oben hinlege, dann ist der Abstand da drunter halt schon echt riesig. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass eben der Abstand hier unten fix bleibt und der zusätzliche eben oben drüber eingefügt wird. Aber es funktioniert zum Beispiel auch in der Kombi aus Bild und Text und Überschrift. Das funktioniert auch. Ist deine Frage damit beantwortet? Sehr gut. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, eine weitere Frage bewegt sich zum Mikrofon. Hat man dann mal überlegt, die Registerhaltigkeit einfach zu skippen? Also warum, woher kam die Anforderung? Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich kam so 2 Wochen vorm Termin, mach mal bitte. Und irgendwie waren die davon überzeugt, dass ich das hinkriege. Ich habe ehrlich gesagt, also nein, das ist natürlich schon schöner. Es sieht schöner aus und es sieht auch, insgesamt hat es einfach einen anderen Blick. Und seitdem ich habe auch schon vor der Schleuder tatsächlich viel drauf geachtet. Und mir ist bei meiner ersten Schleuder auch aufgefallen, dass es eben nicht so ist. Ich hatte nur gehofft, dass es den anderen auch nicht aufgefallen ist. Aber dafür hast du jetzt viel Weißanteil halt oben und über der Überschrift, oder? Ja. Das ist ja der Sinn, dass es eben nicht ist, oder? Nein, also hier ist natürlich die Kombi auch aus Bild und Überschrift. Man könnte jetzt natürlich die Überschriftgrößen allgemein so anpassen, um den Weißraum wieder zu reduzieren, aber die Vorgabe war Raster und Raster tut. Also es ist immer so eine Abwägungssache und es ist mit dem Raster natürlich auch eine Abwägungssache zu gucken, will ich jetzt das Raster haben oder will ich, dass die Sachen in sich einfach stimmig sind oder will ich halt, dass es übers Raster läuft. Das sind 2 Sachen, die ich gegeneinander abwägen muss und in dem Fall habe ich die Anforderung gekriegt, Raster. Und dann habe ich es halt gemacht. Also es ist oft mal so, wenn die dann kommen und irgendeine Idee haben, dann sage ich, ja, können wir schon machen, frisst halt Zeit, aber wenn ihr das wollt, dann... Ist da noch eine Nachfrage? Bitte schön. Ja, keine Nachfrage. Mir ist noch eine andere gerade eingefallen. Bei der EPUB-Generierung, was passiert mit den ganzen Tech-Makros? Also wenn ich jetzt /LaTeX schreibe oder... Das wird rüberportiert. Das sieht sogar relativ... ich weiß nicht, ob ich das kurz mal hergesucht kriege. Also das hängt natürlich tatsächlich vom Viewer ab, aber es wird halt so gebaut, wie es in HTML gebaut wird. Schauen wir mal, ob wir eine da haben. Schauen, ob der jetzt... Das ist die 0, da ist, glaube ich, kein LaTeX-Logo drin. Ich hatte mal eine Demo, da war eins drin. Ich kann es dir nachher raussuchen und gerne mal zeigen, das ist überhaupt kein Thema. Und demnächst ist dann die 99 auch online, sobald da jemand Zeit findet, die hochzuladen. Da ist nämlich auch eins drin. Also es hängt ein bisschen vom Viewer ab, aber man kann es über CSS dann einfach so hinschieben, dass das tut. Und dann halt mit einem Ersatztext, dass man hinterher sagen kann, dass es LaTeX ist. Super, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Habt ihr noch Nachfragen zu diesem Talk, zu irgendwelchen Tech-Elementen? Wollt ihr über EPUB schimpfen? Wollt ihr euch als Testerinnen und Tester melden? Ich sehe schon, eure Fragen sind abschließend erörtert und beantwortet worden. Dann bitte ich euch nochmal um einen ganz herzlichen Applaus für Marei. Vielen herzlichen Dank für diesen Talk. Applaus